Die Revolution in Solarenergie, die grüne Wende in der Europäischen Union, solche Nachrichten sind überall. Die echte Sonnenenergie sind aber keine Solarzellen, sondern thermonukleare Reaktionen. Und die echte Revolution wäre eine kleine Sonne, also einen Kernfusionsreaktor, in jedem Haushalt zu haben. In so eine Dose gepackt zum Beispiel. Ob das, wann das möglich wird, finden wir heute heraus. Bleibt dran! Auf diesem Kanal haben wir eine etablierte Tradition. Am Ende jedes Monats erzähle ich dir, was diesen Monat so in Physik passiert ist und welche Entdeckungen ich am wichtigsten finde. Das haben wir zugegeben nur einmal gemacht, aber es ist schon eine Tradition. Im Februar ist sehr viel in Physik passiert, fast in allen Bereichen, es gab viele Nachrichten und darunter diese 5 Artikel zur Kernfusion, die von National Ignition Facility in den USA veröffentlicht wurden. Das musst du unbedingt wissen. Deswegen habe ich mich entschieden, mich diese Woche ausschließlich auf Kernfusion zu fokussieren und Februar in Physik für dich erst nächste Woche zusammenzufassen. Als Randbemerkung, ich liebe es, wie nichtlinear und unvorhersehbar die Entwicklung der Wissenschaft ist. Unvorstellbar, ich weiß, aber es gibt noch die Leute, die sagen, im 19. Jahrhundert hat man Chemie studiert, dann war das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Physik und jetzt im 21. Jahrhundert ist der Fokus ausschließlich auf Biologie und Life Sciences. Sogar innerhalb der Physik. Nach der Entwicklung der Quantenmechanik haben Physiker mit der Atomphysik angefangen. Und kurz darauf, nachdem sie so ungefähr verstanden haben, wie Atome funktionieren, haben sie sich als Community fortbewegt. In die Kernphysik, Teilchenphysik, Hochenergiephysik und so weiter. Die Atomphysik war in der Zwischenzeit nicht so heiß, bis Ende des 20. Jahrhunderts, wann alle diese Entdeckungen in ultrakalten Atomen, Quanteninformation, Photonik, Präzisionsmessungen und so weiter passiert sind. Da gab, glaube ich, 10 Nobelpreise, die sich auf Atomphysik beziehen. Und genauso war die Situation in Kernphysik, insbesondere nach Tschernobyl und Fukushima. Wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, was man so in Kernphysik heutzutage macht, hätte ich als Außenseiter gesagt, naja, es gibt nicht mehr so viele Arbeitsgruppen, man synthetisiert zum Beispiel neue Elemente, das ist extrem wichtig, aber dauert halt ewig. Es gibt noch Leute, die an kontrollierter Kernfusion arbeiten. Sie müssen aber sehr optimistisch sein, damit sie glauben können, dass nach aller reingesteckten Arbeit sowas noch funktionieren kann. Aber naja, man muss alles probieren, glaube ich. Sowas hätte ich damals gesagt. Aber jetzt boomt die Kernphysik wieder und es gibt echte Durchbrüche auch in der Kernfusion. Aber zuerst reden wir kurz darüber, was Kernfusion eigentlich ist. Also Kernfusion ist das Gegenteil von Kernspaltung. Im Englischen verwendet man relativ ähnliche Wörter dafür. Nuclear Fusion und Fission. Das führt oft zu Confusion. Englisch ist so eine unpräzise Sprache. Wie schön wäre es mit Deutsch als internationale Sprache der Wissenschaft, wie in den guten alten Zeiten, von 1933. Vorsicht beim Wählen. Schau, diese Kurve zeigt die Bindungsenergie von verschiedenen Atomkernen in Abhängigkeit von ihrer Größe. Die leichten Kerne sind links, Wasserstoff und Helium zum Beispiel, und die schweren Kerne, wie Uran, sind rechts. Man kann hier Folgendes sehen. Zuerst geht die Bindungsenergie rüber, also sie wird größer und größer bis ungefähr Eisen 56 und dann geht die Bindungsenergie wieder runter. Das bedeutet einerseits, dass für die schweren Elemente ergibt es Sinn, sich zu spalten. Da gibt es Energiegewinn. Deswegen sind schwere Atomkerne wie Uran instabil. Aber andererseits ergibt es Sinn für die leichten Atomkerne, sich zu verschmelzen, sich zu fusionieren. Da gibt es Energiegewinn. Hier zwischen Helium und Lithium ist eine Ausnahme, es gibt Quantengründe dafür. Diese Kurve auch erklärt, warum nur die Elemente bis Eisen in Sternen durch reine Kernfusion erzeugt werden können. Darüber haben wir vor kurzem geredet. Und das Spannendste daran ist, es war schon vor 100 Jahren mehr oder weniger bekannt, dass man durch Fusion von leichten Elementen Energie im Prinzip gewinnen könnte. Also manchmal gibt es die Einzelgänger wie Einstein, die eine geniale Idee bekommen und alleine daran arbeiten. In dem Falle von Kernfusion gab es Jahrzehnte oder fast 100 Jahre tägliche Arbeit von tausenden Menschen mit jährlichen Fortschritten,
bis man was Nützliches oder Umsetzbares erreichen könnte. Schau, in der Wikipedia gibt es sogar die Timeline der Kernfusion. Fast jedes Jahr gab es ein Durchbruch. Aber die zwei Arbeitsstile brauchen einander. Erst nachdem Einstein die Äquivalenz zwischen Masse und Energie postuliert hat, naja, mc², haben Leute bemerkt, dass zum Beispiel zwei Deuterium-Atomkerne, das ist Schwerwasserstoff, die aus einem Proton und einem Neutron bestehen, schwerer sind als ein Heliumkern. Obwohl das Ganze in beiden Fällen aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht. Und diese fehlende Masse kann man vielleicht als Energie rauskriegen. Schon 1920 hat Eddington das als Mechanismus vorgeschlagen, um erklären zu können, wie die Sterne funktionieren, wieso sie brennen und woher sie die Energie kriegen. Viele haben schon damals daran gearbeitet. Patrick Blackett hat zum Beispiel Experimente zu Kerntransmutation gemacht. Patrick Blackett kennst du bestimmt schon aus dem Oppenheimer-Movie. Blackett war der Experimentator, mit dem Robert Oppenheimer, ein geborener Theoretiker, mal gearbeitet hat. Oppenheimer hat die Experimente so sehr gehasst, dass er zu einem Zeitpunkt versucht hat, Blackett mit einem vergifteten Apfel umzubringen. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Naja, ich hätte auch ein Video zum Oppenheimer-Movie rechtzeitig drehen sollen. Ein wunderbares Movie. Falsch, aber wunderbar. Fritz Hautermans hat auch daran gearbeitet. Hautermans war ein überzeugter Kommunist und hat aus Angst vor Hitler 1935 in der Sowjetunion Asyl beantragt. Da hat er zwei Jahre lang an der Kharkov-Uni gearbeitet und dann als vermutlicher deutscher Spion von Stalin verhaftet. Dann nach zwei Jahren in Gulag gab es den Molotow-Ribbentrop-Pakt, also Stalin und Hitler sind wieder Freunde geworden und Hautermans wurde zurück der Gestapo übergeben. Und nur durch die Bemühungen seitens Max von Laue, schon damals Nobelpreisträger, war es möglich geworden, Hautermans wieder auf freien Fuß zu setzen. Was für ein Schicksal. Lenken wir uns aber nicht ab. Wie Kernfusion funktioniert, kann man eigentlich relativ einfach erklären. Die starken Wechselwirkungen zwischen Protonen und Neutronen, die anziehend sind und die für die extra Energie verantwortlich sind, sind auch, metaphorisch gesagt, sehr kurzsichtig. Das heißt, man kann sie nur auf sehr kleinen Distanzen zwischen den Atomkernen spüren. Auf den größeren Distanzen gibt es aber elektrostatische Abstoßung zwischen den Kernen. Alle Atomkerne sind positiv geladen, deswegen stoßen sie einander ab. Also es gibt eine potenzielle Barriere dazwischen, durch die man zuerst durchgehen muss, damit man überhaupt von den anziehenden starken Wechselwirkungen profitieren könnte. Und dafür bräuchte man eine hohe Geschwindigkeit, also Temperatur, oder eine sehr hohe Dichte. Und am besten beides gleichzeitig. Deswegen nennt man das eine thermonukleare Reaktion, da man hohe Temperaturen braucht. In der Sonne und anderen Sternen gibt es ein extrem starkes Gravitationsfeld, das alles quasi krass komprimieren kann, wodurch sehr hohe Temperaturen und Druck erzeugt werden. In den 80er Jahren gab es Vermutungen, also Experimente, wo man kalte Fusion beobachtet hat, also ohne hohe Temperaturen, aber diese Experimente waren bis jetzt nicht reproduzierbar. Die Wasserstoffbombe ist ein gutes Beispiel. Da nimmt man eine Mischung von Wasserstoffisotopen und setzt sie in eine Hülle, die aus Uran besteht, also quasi eine Atombombenbeschichtung. Und wenn man diese Atombombe explodiert, drückt sie das Ganze so stark zusammen, dass auch die thermonukleare Reaktion getriggert wird. Wasserstoffbomben wurden schon in den 50er und 60er Jahren demonstriert. Aber wie macht man Kernfusion im Labor und bitte ohne thermonukleare Explosion? Also man muss den Prozess kontrollieren können. Erstens kann man Magnetfelder verwenden, um das Plasma zu komprimieren. Plasma bedeutet halt ionisierte Atome. Die Temperaturen sind so hoch, dass alle Elektronen sind schon weggeflogen. Das sind also bloße, positiv geladene Atomkerne, die einander abstoßen und deswegen zusammengehalten werden müssen. Diese magnetische Methode wird zum Beispiel in Tokamak-Reaktoren verwendet, wie ITER in Frankreich. Tokamak ist übrigens ein russisches Akronym, das bedeutet Тореоидальная камера с магнитными катушками. Da gibt es viele Fortschritte. Aber beim letzten Durchbruch, Ende 2022, damals hat man das Experiment gemacht und erst diesen Monat alles überprüft und veröffentlicht, hat man
eine andere Methode verwendet. Die Trägheitsfusion. In einfachen Worten dieselbe Methode wie bei der Wasserstoffbombe, wo man alles sehr stark zusammendruckt, aber kontrollierbar und ohne Explosionen. Und zu diesem Zweck verwendet man eine Dose. In Kernfusion nennt man so ein Gerät ein Hohlraum. Auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch bedeuten mag. Das hier ist ein Höhlenraum. Also mach mal ein Experiment. Wie man in Österreich sagt, gestern in Kernreaktor, heute in eine Red Bull-Dose. Im Experiment hat man so eine Dose, quasi einen Hohlraum. Im Experiment ist der Hohlraum natürlich viel kleiner und dafür sind auch die Atomkerne viel kleiner. Im Hohlraum gibt es ein kleines Stück von Wasserstoffisotopen, das von einer Substanz beschichtet wird, das sehr einfach und sehr schnell brennt quasi. Und keine Atombombenbeschichtung ist dafür nötig. Diese Substanz muss man sehr schnell und sehr uniform anzünden, damit sie sehr schnell brennt und alles sehr stark zusammendrückt. Und dadurch wird die thermonukleare Reaktion möglich. Okay, wie zündet man das an? Diese Dose ist wiederum von schweren Elementen beschichtet, die Röntgenstrahlung ausstrahlen, wenn sie von den ganz normalen Lasers bestrahlt werden. Also man platziert den Treibstoff irgendwo drin und bestrahlt das Ganze mit vielen, vielen Laserstrahlen. Der Hohlraum ist so gestaltet, dass die Röntgenstrahlung, die durch Bestrahlung von schweren Elementen an der Wand erzeugt wird, die Treibstoffkapsel sehr uniform bestrahlt. Dann wird die Beschichtung sehr schnell implodieren und die thermonukleare Reaktion triggern. Und das ist, wie so ein Gerät laut Wissenschaftler aussieht, fast wie meine Red Bull-Dose. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gab es zahllose Fortschritte in die Richtung kontrollierbare Kernfusion. Man hat schon aus Kernfusion Energie gewinnen können, in beiden Methoden, sowohl in Tokamaks, also in Magnetfallen, als auch in Trägheitsfusion. Es gibt hier mehrere wichtige Details, zum Beispiel das Lawson-Kriterium, das bestimmt, wenn die Kernreaktion sich selbst weiter tragen kann. Das heißt, man zündet den Brennstoff einfach an und dann läuft die Kettenreaktion einfach weiter, ohne Zufluss an Energie vom Außen. Das wurde am National Ignition Facility in den USA auch 2021, glaube ich, erreicht. Was am Ende 2022 passiert ist und was alle am durchbrechendsten finden, ist, dass man durch Kernfusion mehr Energie gewinnen könnte, als man dafür verbraucht hat. Und zwar war die Energie, die man aus dem Treibstoff gewinnen könnte, 1,5-mal größer als die Energie von allen Laserstrahlen gemeinsam, die man verwendet hat, um das Ganze zu bestrahlen. Das wurde bis Ende 2022 noch nie gesehen. Das ist bis jetzt mit Tokamaks, also mit Magnetfallen, noch nicht möglich. Vielleicht wird es später im ITER passieren, das ist das Ziel, aber noch nicht. Aber in Trägheitsfusion ist es schon möglich geworden. Deswegen ist es so ein Riesendurchbruch. Deswegen gibt es jetzt wieder die Hoffnung, dass wir in der Zukunft grüne Kernenergie haben könnten. Das ist halt Wasserstoff und Helium, keine radioaktiven Elemente, keine Endlagerung, keine Deals mit Russland, das grüne Paradies, oder? Es gibt viele Leute, die jetzt glauben, dass alle fundamentalen Probleme in Bezug auf Kernfusion schon gelöst wurden, also es gibt keine Physik mehr zu entdecken, und alles, was uns bleibt, ist eine clevere, praktische Umsetzung. Es wurden mehrere Startups gegründet, die jetzt versuchen, die Technologie aus dem National Ignition Facility zu perfektionieren. Manche verwenden sogar statt clevere Idee mit Dosenbestrahlung quasi Projektilfusion oder Geschossfusion, wobei sie zwei Stücke Treibstoff miteinander sehr schnell kollidieren lassen. Vielleicht funktioniert das auch. Wir sind also alle begeistert und das Einzige, was uns bleibt, ist lang genug zu leben. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche und ich versuche dir über die anderen Entdeckungen aus Februar 2024 zu erzählen. Bis bald. Look at us now. What a waste, what a crime. How could we fall so far?